So, darf ich euch recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Rapid Wien gegen den WRC. Bei mir Cheftrainer Roman Stary. Roman, nach 4,5 Jahren der erste Auswärtssieg hier in Wien-Hütteldorf. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich natürlich sehr gut an. War ehrlich zugegeben ein glücklicher Sieg. Rapid war speziell erste Halbzeit klar feldüberlegen. Haben wir die ein oder andere Chance vorgefunden. Wir haben es erste Halbzeit gegen den Ball recht gut gelöst, aber im Ballbesitz waren wir nicht entschlossen genug. Da waren wir einfach zu harmlos. Zweite Halbzeit war es dann um einiges besser. Und ja, mit dem Elfmeter, natürlich auch mit der roten Karte, sind wir zurück ins Spiel gekommen. Und ja, nehmen die Punkte natürlich sehr, sehr gerne mit nach Wolfsburg. Gut, Fragen bitte. Servus, Christian Hacke, Standard. Du, ich meine, innerhalb von ein paar Wochen ein 1-8 und jetzt ein 2-1. Gibt es da irgendeine Erklärung dafür? Jetzt kann man natürlich ja, den Elfer, Schiedsrichterentscheidungen nehmen, aber der Unterschied ist ja doch sehr groß. Wie ist sowas möglich? Ja, das sieht man, dass im Fußball sehr, sehr viel bis alles möglich ist. Und das ist auch das, was mich wirklich stolz macht, dass wir es geschafft haben, mit der Mannschaft gemeinsam dieses Debakel fast aus den Köpfen zu bekommen. Wir haben dann nach diesem Spiel gegen den LASK 2-1 verloren, da war es schon ganz gut. Und danach ist es eigentlich bergauf gegangen. Also dann haben wir gegen Sturm auswärts gewonnen, wir haben einen Punkt aus Salzburg mitgenommen. Und ja, heute 3 Punkte und man merkt bei der Mannschaft, die sind wieder voll da. Also das Erklärung habe ich natürlich schon, aber es bleibt so ein bisschen mein Geheimnis. Nein, das haben wir gut gemacht. Bitte. Thomas Muck, Sportreport. Roman, da möchte ich nachhaken, weil wenn man das Hinspiel gesehen hat und das Spiel heute gesehen hat, das war auch vom Auftritt, von der Charakteristik, von der Körpersprache her ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich weiß, im Fußball gibt es keine B-Noten, aber bist du auf diese Entwicklung deiner Mannschaft am Ende wahrscheinlich vielleicht genauso stolz wie die Ergebnisse? Ja, wobei ich das Auftreten beim Heimspiel gegen Rapid bis zur roten Karte gar nicht so negativ gesehen habe. Bei dem Spiel ist einfach alles passiert, was nur passieren kann mit roter Karte. Da haben wir eigentlich alles falsch gemacht. Aber das Auftreten hat mir auch schon imponiert dann in Graz, wie wir gegen Sturm auswärts gewonnen haben, auch mit einem Last-Minute-Tor. Und man darf auch nicht vergessen, dass jetzt in den letzten Runden immer wieder sehr junge Spieler reinkommen sind, die Mannschaft, ich rede auch mit den älteren Spielern darüber, die ihnen da vollstes Vertrauen schenken. Und das taugt mir auch extrem, dass wir da heute am Platz ja, ein paar 18-Jährige herumhupfen gesehen haben. Den Tarik Muharemovic, den Adis Jasic, den Kai Stratznik. Ich glaube, wir könnten fast nur in der U18 Liga mitspielen, wenn es da so Plusspieler gäbe. Der Lindi haut natürlich einen Schnitt zusammen, aber es sind sehr junge, gute Spieler, die wir da haben. Und eine Nachfrage, schaust du auf die Tabelle? Platz 3 ist das Ziel oder der Klassiker schaut man nur von Spiel zu Spiel? Nein, also jetzt, ich habe es letzte Woche nach dem Punkt in Salzburg gesagt, dass jetzt 4 Endspiele auf uns warten. Natürlich könnte man jetzt sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel, aber ich bin überzeugt, dass wir Dritter werden können oder dass wir es werden, weil es ist alles eng beieinander. Wir haben vor dem Spiel 4 und 3 Punkte Rückstand gehabt auf Sturm und LASK. Ja, so schnell kann es gehen, nach einer Partie ist nur mehr 1 Punkt Rückstand und mit dem Selbstvertrauen bin ich wirklich voll überzeugt, dass wir das machen. Servus, alles Cheater Appa. Der Didi Kübauer hat vorher sich relativ klar geäußert zu dem Elfmeter, der ja ganz offensichtlich da doch die Wende gebracht hat. Was ist da jetzt deine Meinung dazu? Wie hast du das erlebt? Ich habe es nur einmal jetzt kurz unten nochmal gesehen. Natürlich kann man darüber diskutieren, aber Rapid hat sehr viele Chancen gehabt im Spiel. Sie hätten es früher entscheiden können. Ja, ob der jetzt gerechtfertigt war oder ungerechtfertigt,
möchte mir jetzt gar nicht den Kopf zerbrechen, weil, wie jetzt gerade vorher gesagt hat, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Das Spiel haken wir ab. Wir werden schon noch aufarbeiten, aber jetzt nicht einzelne Schiedsrichterentscheidungen, sondern für uns geht es am Mittwoch schon mit der extrem wichtigen Heimpartie gegen den LASK weiter. Ich habe noch eine Frage. Es betrifft jeden Verein. Es gibt immer wieder Fehlentscheidungen und das wird es immer wieder sein. Der Dieter Kübauer hat aber den Spieler Wernitzing auch direkt angesprochen. Mit den Spieler kennt man mittlerweile in ganz Europa. Warum ist es bei unserem Fußball nicht möglich, wenn man im Nachhinein weiß, man hat Glück gehabt, dass man einfach sagt, okay, wir haben Glück gehabt. Warum muss man bei uns immer so herumwurschteln? Wir haben Glück gehabt. Ich habe nichts anderes gesagt. Also es bleibt umstrittene Entscheidung. Bitte? Also es bleibt eine umstrittene Entscheidung. Es bleibt ab. Ich habe es, also wenn ich mir es jetzt 5-mal anschauen kann, dann könnte ich vielleicht eher sagen, ich habe es jetzt einfach auf dem Monitor unten gesehen. Es war auf jeden Fall eine strittige Entscheidung und wir haben Glück gehabt, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber ich werde mich jetzt nicht entschuldigen, dass wir da 3 Punkte aus Wien mitnehmen. Gut, gibt es noch Fragen? Natürlich, die Vertragsverlängerung von Lindl war natürlich vom Nimtut schon abgesprochen, natürlich, ne? Das ist ja ganz klar, nicht? Wie die Konstellation jetzt zwischen Dutt und Lindl, oder? Ja, nein, dass das verlängert wird. Ich meine, das hat natürlich der neue Trainer. Ja, absolut. Ja, ja, absolut. Ja, ja, klar. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich danke und wünsche noch einen schönen Sonntagabend.